Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Geile Themen. Und in diesem Video zeige ich dich, ich bin nämlich gerade mit der Escada unterwegs, wie du Halfter ganz easy selber pimpen kannst. Los geht's! Für das erste Halfter brauchst du ein Halfter. Ich habe hier mal so ein grünes genommen. Dann benötigst du auch so ein Geschenkband. Hier steht Happy Birthday drauf. Dann brauchst du eine Heißklebepistole oder einen Superkleber. Das funktioniert auch damit. Ich habe da jetzt eine Heißklebepistole und eine Schere. Los geht's! Ich nehme jetzt dieses Band und lege es mal hier an und schaue mal von wo bis wo ich das Geschenksband dran haben möchte. Dann achte ich dann noch auf die Schrift, damit das halt genau mittig ist und schneide das Band hier dann einfach mal ab und habe jetzt schon mal das Nasenstück und das Nasenteil und das werde ich jetzt befestigen. Das ist wie im Handarbeitsunterricht. Und hier bekleben wir jetzt einfach mal das Halfter und dann kleben wir das Band hier einfach auf. Geht ziemlich schnell, muss ich sagen. Und drehe das Ganze um und klebe hier noch ein bisschen Heißkleber drauf oder Superkleber. Ach, okay, und nicht reingreifen. Oh, ich habe mich gerade ein bisschen verbrannt. Ich habe nämlich genau hineingegriffen in den Kleber. Sehr klug. Also bitte vorsichtig sein. Superkleber ist, glaube ich, da ein bisschen ungefährlicher, sonst lasst ihr auf jeden Fall helfen. Und das gleiche mache ich hier jetzt auch an dieser Stelle auf der Seite. Weil das sieht man hier noch, das haben wir jetzt schon fertig, das haben wir jetzt schön noch innen und außen befestigt und beklebt. Und jetzt habe ich hier das abgeschnitten und beklebe das wieder mit meiner Heißklebepistole. Und jetzt klebst du das Geschenkband einfach an die gewünschte Stelle. Und auch auf der anderen Seite beklebe ich das Seitenteil. Und fertig sind wir mit dem Halfter. Für das nächste Halfter brauchst du wieder mal, Überraschung, ein Halfter. Dann habe ich hier so ein paar Blümchen vorbereitet. Unbedingt achten, dass es so ein Drahtende hat, dann kannst du das ganz leicht umwickeln. Und ich brauche für dieses Halfter noch eine kleine Nagelschere, weil ich hier dieses Makerl noch entfernen möchte. Hier sieht man nämlich noch das Löstau-Makerl und das entferne ich noch schnell. Und dann geht's los! Zuerst entferne ich hier das Logo. Das schneide ich hier ein bisschen auf. Reiße ich ein bisschen an. Tada! Und zwar binde ich sie jetzt einfach rund um das Halfter. So farblich auch ein bisschen abzuwechseln und binde diesen Draht einfach da rundherum. Die Blümchen bekommst du auch im Bastelgeschäft und verlinke ich dir auch jetzt in der Infobox. Ich habe auch einen Halsring mit Blümchen selbst gemacht, so einen Blumenhalsring, der halt perfekt ist für Fotoshootings. Ich habe den auch bei einem Fotoshooting verwendet. Ich zeige dir jetzt rechts oben einen Link. Du musst auch nicht die ganze Länge machen, sondern ich finde das auch schon sehr, sehr schick. Wenn man das hier jetzt da nur auf einer Stelle hat, kann er natürlich auch die ganze Länge noch durchmachen. Ich habe jetzt beide Backenstücke hier mit diesen Blumen versehen. Ich finde das schon total nett aus. Du kannst zum Beispiel jetzt auch noch vorne hier den Nasenriemen hier noch machen. Aber ich lasse das jetzt mal aus. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist ganz nett, weil hier auch ein bisschen Violett dann durchscheint. Und habe aber leider keinen passenden Strick dafür und bastle mir jetzt selbst einfach einen Strick. Ich habe jetzt hier ein bisschen Seil genommen, ich habe diese Kordel und habe jetzt hier so einen Karabiner, den mag ich auch am liebsten für Stricke, einfach hier reingefädelt und mache da jetzt noch einen Knoten und werde dann diesen Strick auch noch mit den Blumen verschönern.
damit das für ein Fotoshooting oder sowas ganz nett ist. Das ist jetzt echt nur ein Strick, den du jetzt, der ist auch richtig kurz. Also das ist jetzt wirklich nur für Fotozwecke. Und ich glaube, das wäre auch ganz nett. Und ich glaube, jeder freut sich über so ein Unikat. Also das ist echt ein Teil, was nur du dann hast. Und wenn du so etwas zum Beispiel verschenkst, es ist jetzt nicht die schwierigste Arbeit auf der ganzen Welt, wie du siehst. Und somit, glaube ich, darüber freut sich halt wirklich dann jeder. Und hat dann auch was ganz Besonderes dann zu Hause, was man nicht einfach nur so ins Geschäft, wo man einfach nur ins Geschäft geht und das einfach kauft, sondern ja, da steckt auch ein bisschen Arbeit dahinter. Fürs nächste Halfter brauchst du wieder mal ein Halfter. Ich habe hier so ein altrosa Halfter. Dann brauchst du hier auch so ein Nähzeugs. Dann habe ich hier so ein paar Plastikperlen. Und eine kleine Nagelschere. Und das war's eigentlich schon. Los geht's! Zuerst trenne ich hier dieses Logo ab. Jetzt brauchen wir die Bastelperlen aus Kunststoff, wie hier drauf steht. Die mich auch so 2-3 Euro gekostet. Dann fädle ich hier mal so eine Perle auf. Und dann suche ich mir eine Stelle aus, wo die ganz nett ist. Am besten mittig. Und fädle da die Perle durch. Nähe dazu ein paar Mal hin und her, damit sie dann noch wirklich fixiert ist. Wie du die Perlen anbringst, ist komplett dir überlassen. Also, wie es dir halt am besten gefällt, ich entscheide mich jetzt für diese Art und Weise. Für das nächste Halfter brauchst du ein Halfter. Ich habe hier so ein petrolfarbenes. Dann habe ich lustigerweise passend dazu auch eine Schere. Dann brauchst du eine Heißklebepistole oder einen Superkleber. Und du benötigst auch irgendwas, womit du das halt eben verschönern kannst. Ich habe hier zumindest so ein blaues Geschenksband gefunden, wo Baby draufsteht. Schau mal. Nun suchst du dir die Stelle aus, wo du das Geschenksband anbringst. Achte auch noch drauf, wenn das eine Schrift hat, dass du an der richtigen Stelle auch abschneidest. So, hier steht ein paar Mal Baby drauf, voll süß. Und dann schneiden wir hier das kleine Stückchen ab. Jetzt brauchst du die Heißklebepistole und damit bekleben wir einfach die Unterseite von unserem Baby. Und jetzt machen wir aus diesem stinknormalen petrolfarbenen Halfter eins mit einer Schrift, wo Baby draufsteht. Achtung, au, ach, ich habe mich schon verbrannt. Ich wollte es gerade noch sagen. Und jetzt klebst du das hier einfach an. Fertig. Das war's, mehr ist echt nicht zu tun. Also wenn du vielleicht auch ein Justin Bieber Fan bist und das Lied Baby magst, vielleicht ist das Halfter ja was für dich. Weiter geht's, jetzt hier auf der Nase. Und fertig, das war's. Ich bastle noch ein Halfter und zwar in diesem helllila Ton. Nehme dafür noch ein paar Perlen. Dann brauche ich was sicher noch immer wieder so eine kleine Schere. Ich habe da noch immer ein bisschen was zum Nähen dabei. Da habe ich so ein kleines Nähset. Und dann habe ich mir noch so ein passendes Band dazu genommen. Ich glaube, das wird ganz gut zusammenpassen, dieses helllila mit diesem dunkleren Violett. Und ich weiß noch nicht genau, ob ich es verwende, aber ich meine eine Heißklebepistole. Oder nimmst den Superkleber, das funktioniert auch, aber ich muss mal probieren. Ich nehme jetzt mein Band und möchte jetzt hier so ein Design machen, dass ich hier so einen Streifen mache. Schneide dieses Band jetzt auch dann ab
in der Länge, die ich brauche, und nehme dafür dann auch meine Heißklebepistole und beklebe hier einfach das Bändchen, wo du eine Heißklebepistole bekommst, und alle Links und sowas findest du jetzt in der Infobox, in der Videobeschreibung, einfach unterhalb vom Video. Andere designen irgendwelche Kleider. Ich mache da einen Halfter. So, und habe hier jetzt so einen Streifen hergemacht. Das kannst du entweder so lassen. Du sagst, okay, ich möchte jetzt einfach mal einen Halfter haben, so einen Streifen hat. Das werde ich jetzt mal noch so weit so lassen. Ich muss noch schauen, vielleicht schaut das netter aus, wenn ich da jetzt so ein paar Perlen oder sowas dazugebe. Und habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich einfach am Anfang und am Ende jedes lila Streifen so eine Perle da dran nähe. Und ich nähe jetzt nicht richtig tief ins Halfter, sondern ich nähe nur in der oberen Schicht. Dann geht das auch ganz einfach. So schaut es fertig aus. Und so sieht es auf der Eskada aus. Falls du eins nachmachst, dann verlink mich unbedingt auf Instagram, auf Facebook und wo auch immer mit dem Hashtag AnitaGirlyTainment. Und da zeige ich dir noch, wie ich einen Blumenhalsring selbst gemacht habe, falls du das nachbasteln möchtest. Den Link gibt's jetzt unten in der Infobox, in der Videobeschreibung. Und was ich auch vor kurzem selbst gemacht habe und was ich auch jetzt regelmäßig verwende, das siehst du auch bei mir auf Snapchat, ist dieses Knotenhalfter für mein Baby, für die Rubiel. Das ist super praktisch und da habe ich dir eine Step-by-Step-Anleitung gegeben für verschiedene Größen. Also falls du Warmblut, Vollblut, Pony, Shetty hast, dann habe ich dir da einen Link online gestellt und zwar in der Infobox unter dem Video. Und jetzt rechts oben da drauf klicken und dann kommst du direkt zum Do-It-Yourself-Knotenhalfter selbst gemacht. Welches Halfter gefällt dir am besten? Schreib es mir jetzt in die Kommentare. Und falls du noch irgendwelche Tipps hast, wie man Halfter selber pimpen kann, dann das auch. Kostenlos abonnieren nicht vergessen und bis bald. Tschüssi!